Die Wendezeit in Deutschland hat er hautnah miterlebt. Er war quasi Teil einer Montagsdemo. Der 11. September veränderte eine seiner Vortragsreihen. Und auch heute erlebt er viele spannende und herausfordernde Situationen als Leiter des Medienzentrums Stimme der Hoffnung. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Matthias Müller. Danke. Leiter des Medienzentrums Stimme der Hoffnung, ist es so eine große Herausforderung? Manchmal schon, ja. Ja, was sind so die herausfordernden Momente? Naja, es ist natürlich kein ganz kleines Unternehmen mehr. Es sind schon eine ganze Reihe von Mitarbeitern, was manchmal Aufgaben mit sich bringt, die sehr schön sind und manchmal auch welche, die nicht ganz so schön sind. Aber wichtig ist natürlich vor allem, dass wir versuchen, unsere Zuschauer zu erreichen, die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen wollen. Und da gibt es auch immer wieder Hürden, die zu überwinden sind. Was gehört da zu den Aufgaben eines Leiters? Ja gut, da gehört natürlich die Personalführung, habe ich gerade schon erwähnt. Es gehört ein ganzes Stück Marketing dazu. Das heißt also, die Aufgaben, die das Medienzentrum Stimme der Hoffnung hat, bekannt zu machen. Es gehören auch die finanziellen Aspekte mit dazu. Das sind große Bereiche. Wie ist die finanzielle Situation heutzutage? Das bleibt offensichtlich eine Herausforderung. Also wir sind auf die Unterstützung der Zuschauer angewiesen. Und das ist nicht immer gleichbleibend, was logisch ist. Und wenn das Polster nicht so groß ist, dann gibt es auch manchmal schon spannende Momente. Spannende Momente. Du warst zu DDR-Zeiten Pastor. Wie war das, was war das für eine Zeit? Was so auch die Freiheit, Dinge, Unternehmungen zu machen, Projekte zu starten angeht innerhalb der Kirchen? In den letzten Jahren der DDR war das in einer Hinsicht relativ entspannt. Und zwar entspannt, solange man innerhalb des Kirchenrahmens blieb. Also, was heißt das? Das heißt, wenn man Veranstaltungen innerhalb der eigenen vier Wände machte oder der Kirchenmauern eben, dann war das okay, wurde geduldet oder auch akzeptiert. Probleme entstanden immer dann, wenn man versuchte, außerhalb dieser Grenzen was zu tun. Also wenn man wirklich versuchte, auf die Bevölkerung zuzugehen, wenn man versuchte, in der Öffentlichkeit was zu machen, dann wurde es richtig schwierig. Das heißt, die Freiheit, da war nicht wirklich viel Freiheit da oder die war sehr eingeschränkt? Ja, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Das ist gut zeitlich auch schon eine Weile her. Ja. Aber einfach der Gedanke, dass man jede Kopie, die häufiger als 12-mal war, also 12-mal war immer genehmigt, das konnte man jeder machen, weil theoretisch konnte man auf einer Schreibmaschine 12 Kopien anfertigen mit dünnem Papier, wie das früher eben war. Das heißt, einmal schreiben war okay. Theoretisch hätte man schon beim Abschreiben wieder fragen müssen. Gut, hat keiner gemacht. Aber alles, was darüber hinaus eben kopiert, vervielfältigt werden musste und so weiter, musste genehmigt werden bei einer staatlichen Stelle, beantragt mit einem Stempel, mit einer Nummer und so weiter, mit Papierzuteilung. Das sind alles Sachen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wo einem die Flyer nur so um die Ohren fliegen. Und die Werbung im Briefkasten landet. Ja, ja. Ist es nicht auch entwürdigend? Ja, das ist eine der... Was soll ich sagen, fast Wunden, die ich aus der DDR-Zeit mit mir rumtrage oder wo ich immer mal wieder merke, dass das mich doch schon beschäftigt. Und wenn solche Sendungen im Fernsehen kommen, schaue ich mir die immer an, weil es ein Stückchen meiner Vergangenheit ist und mich eben sehr auch betroffen hat. Man hat sich manchmal entwürdigt gefühlt, ja, ich auch. Von Leuten, wo man denkt, meine Zeit, der Horizont reicht nicht sehr weit, aber sie hatten die Macht. Und dann musste man sich fügen, es blieb kaum eine andere Möglichkeit. Das war teilweise entwürdigend, das stimmt. Und man konnte auch nicht viel machen wahrscheinlich dagegen. Naja, das wäre nur im Zusammenschluss gegangen, wie das da eben dann am Ende der DDR war, wo man sich dann nach und nach so vorsichtig fand. Ich meine, es ist ja bekannt, der 17. Juni 1953 war mal so ein erstes Aufbegehren, was dann blutig endete. Und wenn sowas passiert, zieht sich ein Volk meistens ein bisschen in die eigenen vier Wände eben zurück. Man kriegt ja Schläge quasi. Ja, klar. Und das riskiert man nicht allein oder selten alleine. Es gab wenige Leute, die das gewagt haben, oft auch einen hohen Preis bezahlt haben. Und man verfällt dann so ein bisschen in so einen Anpassungsmodus, wo man sich versucht, im privaten Bereich die Freiheiten zu bewahren. Das heißt, innerhalb der eigenen vier Wände, die Wohnungen innen drin waren oft sehr schön, alles prima erhalten. Außen verfiel alles, aber privat war es alles wunderbar. Die Datschen, es gab eine Schattenwirtschaft, wo man untereinander tauschte, Fliesen gegen Badewanne, irgendwo so Trabantauspuff gegen weiß ich was. Also das lief dann schon, man schuf sich seine eigenen Freiräume. Aber zur offiziellen Seite hin gab es eben eine Fassade. Ist ja dann fast auch schon zweigleisig, so ein Doppelleben. Nicht nur fast, manchmal, sondern ne? Definitiv. Und wir haben ständig mit einer Schere im Kopf gelebt, was irgendwelche Äußerungen anging. Das war in der Öffentlichkeit so. Man hat sich einigermaßen sicher gefühlt im Familienkreis, wie sich später herausgestellt hat. Nicht immer zurecht. Nicht immer zurecht.
Auch innerhalb der Kirchen hat man sich einigermaßen sicher gefühlt, auch nicht immer zu Recht. Jegliches Telefonat war man sich sicher, das wird abgehört. Und ganz kesse Kollegen haben dann immer die gegrüßt am Telefon, die illegalerweise zugehört haben. So war es eben. Und diese Schere im Kopf hat einen eben dazu gebracht, dass man eine doppelte Sprache sprach. Es gab so eine Art verschlüsselte Sprache, ohne dass man die hätte lernen müssen. Das sog man auf, einfach mit dem Großwerden. Hat sich so entwickelt. Ja. Und jeder wusste Bescheid. Ja. Dann die Wendezeit. Auch eine sehr spannende oder besonders spannende Zeit vor diesem Hintergrund. Und du bist mal in eine Demo reingeraten. Nicht nur reingeraten, sondern bewusst mitgegangen. Ich war zu der Zeit in Jena, also nicht Leipzig, wo die typischen Montagsdemonstrationen liefen, aber das verbreitete sich im ganzen Land. In Jena war es auch so. Da fanden dann abends solche Demonstrationen statt, und zwar als Schweigemärsche. Wir sind da also still, quasi still, da gab es ein leises Raunen, aber quasi still, im Kreis gelaufen, weil die Stadt bietet das so an. Da gab es so einen Kreis, wo man eben laufen kann von den Straßen her. So sind wir gegangen und wussten nie, was passiert. Also man war immer gewärtig. Es kann jeden Moment sein, dass aus irgendeiner Nebenstraße eine Hundertschaft Polizisten rausbricht und uns zusammenknüppelt. Wir wussten es nicht. Wie fühlt sich das an? Ja, man hält so ein bisschen innerlich den Atem an und sagt sich, was wird jetzt passieren? Riskiere ich zu viel? Ich habe Familie. Es sind Kinder da, eine Frau da. Kannst du das jetzt wirklich wagen? Ja, gut, ich habe es gemacht und ich finde es auch richtig so. Aber es war natürlich immer so ein bisschen mit angehaltenem Atem. Mhm. Es war die letzte Woche der DDR, konnte man nicht wissen. Nach dieser Demo hatte ich dann einen Vortrag jeweils an dem Abend, wo ich eine Vortragsreihe für Jugendliche gehalten habe. Das war sehr gut besucht. War überhaupt zu DDR-Zeiten so, weil die Leute im Raum der Kirche immer noch das Gespür hatten, ja, kann man einigermaßen mal offen reden. Mhm. Dass das nicht ganz so sicher war, wussten wir alle, weil selbst wenn ich vorne stand, ich seh die Bilder innerlich noch gut vor mir, wenn ich vorne stand und dieser gut gefüllte Saal, ich weiß nicht mehr, waren es 100, 150 Leute, was auch immer, wenn die dann da so saßen, praktisch jeder Stuhl besetzt, dann konnte man als Sprecher doch Leute identifizieren, wo man wusste, die waren geschickt. Die hatten oft so ein bisschen eine Kleidung, wo man sagt, ja, so seht ihr alle aus. Und die waren aber auch so befangen, dass sie bei aller Freiheit, die ich vorne als Sprecher hatte und auch, man macht ja auch mal einen Spaß oder irgendwo so, das konnten die nie mitmachen. Also sie durften ja nicht lachen, weil sie wussten ja nicht so richtig, was ist das jetzt hier? Ja. Und dann sah man sofort, okay, alle gehen mit, alle sind locker drauf, aber die Jungs oder Damen, die sitzen da mit verknöcherter Miene und schauen und beobachten. Und so wusste man, okay, ihr fünf habt euch so ein bisschen verteilt, da seid ihr wieder. Hat es dich beeinflusst? Wenig. Man wusste es ja sowieso. Es war eine Realität, mit der man lebte. Man hat es registriert und das war's. Mhm. 11. September, wir machen einen Sprung um einige Jahrzehnte. Nicht ganz so viel, okay, ein paar Jahre. Ja. Auch eine Vortragsreihe in Berlin. Ja. Und der 11. September hat da so ein bisschen was verändert. Unmittelbar vorher, die war ja im Herbst, diese Vortragsreihe, und wenige Wochen vorher, dann also dieser Anschlag vom 11. September. Das Jahr zuvor war ich noch in Amerika gewesen, war noch zwischen den Zwillingstürmen umhergelaufen mit meiner Frau. Und jetzt auf einmal das. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich im Auto saß und die Nachrichten kamen. Ich war nicht mehr sehr weit weg von zu Hause, bin dann nach Hause gefahren, habe mich vor den Fernseher gesetzt, das Ganze verfolgt. Und erinnere mich auch, wie ich dann wenig später mit ganzer Reihe von Menschen, viele Jugendliche darunter, dann unter den Linden stand in Berlin, nicht weit vom Brandenburger Tor. Dort war so eine Art Gedenkstätte oder Kondolenz. Stelle eingerichtet, weil man zur Botschaft, die ja nicht unter den Linden direkt ist, sondern da ein bisschen abbiegt, konnte man schon nicht mehr hin. Da war alles abgesperrt. Da war erstmal großer Schock, was passiert jetzt hier? Und so standen die Menschen also dann dort und die Jugendlichen auch. Viele weinten und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich dachte, die Jugendlichen haben verstanden, es hat sich jetzt was grundlegend geändert. Diese ganze Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, mit der sie so gelebt haben und mit der sie in die Zukunft gingen, die war plötzlich wie weggewischt. Und allen war klar, das hat gravierende Folgen für unsere Zukunft. Mir war es auch klar. Und natürlich musste ich mich in meiner Vortragsreihe auch darauf einstellen. Das war ganz klar, weil die Menschen waren alle sehr betroffen. Und wir leiden ja heute noch an den Folgen. Das ist ja nichts, was man dann übergehen kann, wenn man einige Tage später einen öffentlichen Vortrag hält. Nee, schon gar nicht, wenn man wirklich Menschen erreichen will. Und ich möchte ja zeigen, dass wir vom Glauben her, vom Christentum her, nicht irgendeine entfernte Philosophie pflegen, sondern dass wir mit den Menschen mitleben und dass wir etwas anzubieten haben, was Menschen weiterhilft.
Und darum war das schon wichtig, auch auf den 11. September und die möglichen Folgen, die man damals noch gar nicht in aller Konsequenz sehen konnte, dann darauf einzugehen. Du bist Pastor, du möchtest gerne auch was vermitteln. Mhm. Was bedeutet der Glaube für dich persönlich? Also da spielen natürlich viele Aspekte eine Rolle mit. Für mich ist Glaube tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Ich weiß, dass es Pastorenkollegen gibt, das sage ich jetzt mal ganz generell für die Christenheit, für die das mehr eine philosophische Sache ist. Also das ist was Gutes oder christlicher Glaube ist etwas, wo man Werte hat und so, mehr sowas. Mögen Sie ja für sich denken, für mich ist es mehr. Für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich überzeugt bin, dass es Gott gibt, dass er in unserem Leben da ist. Nicht als der Wunderdoktor, aber doch als eine Kraft, als ein Wesen, das auf mein Leben Einfluss nehmen kann und an das ich mich wenden kann. Das habe ich auch praktiziert oder zu praktizieren versucht in meinem Leben und gute Erfahrungen damit gemacht. Was bedeutet das praktisch? Das heißt praktisch, dass ich gerade, wir haben ja am Anfang von Herausforderungen gesprochen, dass ich natürlich in solchen Situationen, die schwierig sind, ob sie jetzt menschlich schwierig sind, ob sie wirtschaftlich schwierig sind, ob sie strukturell schwierig sind, wie auch immer, dass ich dann nicht mich alleine fühle und sage, so, jetzt musst du hier irgendwie durch, jetzt musst du deinen Grips zusammennehmen, jetzt musst du deine Kraft zusammennehmen, jetzt musst du weiß ich was machen, sondern ich habe immer noch eine Rückversicherung, wo ich sagen kann, lieber Gott, das ist hier nicht alles mein Ding. Dieses Medienzentrum, wo wir jetzt hier gerade sitzen, das ist nicht meine private Angelegenheit. Ich bin zwar hier als Leiter berufen für eine Zeit, okay, das mache ich, bin ich gerne bereit dazu, aber das ist nicht mein privates Ding, wo ich jetzt irgendwie durch muss und dann entweder Siege feiere oder scheitere. Das ist nicht der Punkt, sondern ich sage, lieber Gott, du möchtest, dass das Ding hier existiert, weil du hast es vor über 60 Jahren ins Leben gerufen, letztendlich mit einer Absicht. Und diese Absicht ist mir auch wichtig. Ich möchte gerne, dass Menschen geholfen wird und dass sie Gott kennenlernen. Und darum setze ich mich hier ein. Und wenn es dann schwierige Momente gibt, dann kann ich das auch abgeben. Natürlich ist das nicht einfach nur so ein Paket rüberschieben und dann geht es wieder gut, sondern ich trage ja weiter mit. Aber ich habe trotzdem das Empfinden, dass da jemand ist und ab und an erlebt man das auch. Dass dann plötzlich sich Lösungen zeigen, wo wir keine gesehen haben. Dann merke ich und sage, danke, lieber Gott, es ist gut so. Ja. Ist dir das immer leicht gefallen? Nee. Ich meine, das ist eher eine Beziehung, die wächst, damit das Vertrauen habe, auch sowas loszulassen. Ja, und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist eben nicht so eine Milchmädchenrechnung, dass man sagt, lieber Gott, hier schiebe ich dir das Paket rüber und dann ist für mich alles gut. Natürlich steht so ein Text in der Bibel, werft alle eure Sorge auf ihn und ich predige auch darüber. Aber ich weiß natürlich in der Realität, dass dieses Werfen gar nicht so leicht ist. Viel zu oft wirft man in Anführungszeichen, holt sich es dann wieder. Lass die Leine noch dran. Ja, und zieht sich dann wieder. So sind wir Menschen. Und es ist auch nicht so, dass das einfach eine statische Angelegenheit wäre. Also ich habe jetzt einmal so einen Glauben und dann ist er eben immer gleich. Sondern da gibt es natürlich Zeiten, wo ich würde mal sagen, nicht unsicher werde, ob es denn Gott gibt. Soweit, denke ich, gehe ich nicht oder das ist für mich schon klar. Aber ich verstehe nicht immer, warum Dinge so sind und nicht anders. Und warum denn, wenn da schon ein mächtiger Gott ist, nicht Dinge sich manchmal leichter lösen lassen. Oder noch provokanter gesagt, warum er nicht ein bisschen deutlicher zeigt, dass es meinetwegen hier Gottes Werk ist oder bei anderen Sachen auch. Ja, das sind schon Stellen, auch wo ich mich reibe. Das gebe ich gerne zu. Und was machst du dann in so einem Moment? Ja, das Beste ist, das dann auszusprechen und sagen, lieber Gott, das gefällt mir nicht. Ich verstehe es nicht. Ich würde mir das anders wünschen. Das macht für mich keinen Sinn. Ich kann es zurzeit einfach nicht verstehen und dann ärgere ich mich auch oder lehne mich auf und protestiere. Ja, mit meinem kleinen menschlichen Fähnchen, was ich eben da habe zum Winken. Natürlich ist mir klar, da gibt es sicher größere Dimensionen und am Ende werden wir vieles besser verstehen, als wir es zurzeit verstehen. Aber ich freue mich darüber, dass ich nicht so eine, so eine maschinengefertigte Packung an Glauben leben müsste, sondern dass es tatsächlich etwas Dynamisches ist. Gott ist ein Wesen, das mit mir und anderen mitlebt und auch meine Aufs und Abs versteht, toleriert und wahrscheinlich manchmal mit einem Lächeln sagt, Mensch Matthias, reg dich nicht auf, die Lösung ist doch schon um die Ecke, du musst nur noch ein bisschen Geduld haben. Und hilft dann das Fähnchen schwenken? Ja, das hilft, weil
wenn man nichts sagt, ist doch auch nicht besser. Also das stimmt. Man muss schon auch offen sein und einfach das auch ausdrücken, was einem auf dem Herzen liegt. Wir springen noch ein Stückchen weiter. Das Projekt Glauben einfach, eine evangelistische Vortragsreihe, die dir auch eine Herzensangelegenheit ist. Ja. Glauben einfach, ist Glauben wirklich einfach? Nein, das wollen wir damit nicht sagen. Das wäre ein Missverständnis und wir hoffen, dass uns das in dieser Sendereihe gelingt. Wie ist es denn gemeint? Das auszudrücken. Es ist so gemeint, dass wir versuchen, Glauben einfach nachvollziehbar zu machen, verständlich zu machen, ihn runterzuholen von diesem Entfernten, wo viele Leute sagen, boah, das ist so weit weg vom Leben, so weit weg von meinem Denken, das können nur Theologen, Psychologen oder Philosophen verstehen und hat mit dem normalen Leben nichts zu tun. In dieser Sendereihe bemühen wir uns darum, dass Menschen verstehen können, Glaube hat etwas mit meinem praktischen Leben zu tun, das geht mich ganz innen etwas an. Und ist nichts Theoretisches, das schon mal gar nicht. Aber es ist auch nicht so komplex, dass man da gar nicht sich erst ranwagen müsste oder ein Studium absolviert haben müsste, damit man mit Glauben leben kann. Das wollen wir da runterholen und sagen, Glauben ist auch einfach verständlich. Was nicht heißt, dass er simpel ist. Mhm. Aber man kann es in den Alltag integrieren. Ja. Oder ist eigentlich ein wesentlicher Teil? Dafür ist es da. Also ich meine, der Glaube ist nicht für die Bücherregale da und oder für Universitätsbuchhandlungen oder die Kirche eben, sondern das ist für den Alltag da. Eigentlich das Wichtigste und das andere sind Randerscheinungen. Gab es da auch Herausforderungen, sich so dem Thema zu nähern? Weil man hat ja im Kopf schnell Glaube irgendwo in der Kirche verstaut und da bleibt es dann vielleicht auch. Ja, salopp gesagt würde ich sagen, aber hallo. Ja, klar gibt's da Herausforderungen, weil es ist ein ganz neues Konzept, was wir da versuchen, das ist das eine. Wir bewegen uns ja weg von dieser typischen Predigtform, wo man am Pult steht und dann versucht, irgendwas zu vermitteln. Wir gehen auch nicht lehrhaft an die Inhalte ran, wo wir sagen, das sind also Dogmen oder bestimmte Überzeugungen, die wir jetzt hier so kommunizieren, weitervermitteln wollen. Was stellt ihr an die Stelle? Sondern es geht tatsächlich um das Leben. Wie komme ich mit meinem Leben, mit den Herausforderungen des Lebens und mit dem Glauben klar? Wie passt das alles? Du ganz persönlich? Ich persönlich und dann hoffentlich die Zuschauer genauso. Ja, oder mein Kollege, wir machen es ja zu zweit. Ja. Ja, das ist also etwas Neues, was wir da versuchen, zumindest für uns neu. Und nach dem, was wir bisher so sehen, ist das ganz gut gelungen. Mhm. Aber birgt es nicht auch eine Gefahr zu sagen, naja, der Matthias Müller, der sieht das so oder dann eben der Kollege sieht das so. Man muss ja trotzdem den Transfer in das eigene Leben irgendwie schaffen als Zuschauer. Richtig. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, dass man als Sprecher das so hinkriegt, dass der Zuschauer nicht nur aus der Zuschauerperspektive schaut und dann denkt, naja, der macht das halt so, sondern dass der sich auch angesprochen fühlt. Und eigentlich sind wir Menschen ja so, dass wir uns schon ein bisschen nacheinander richten. Also es ist schon so, dass man, wenn man jemanden sieht, dass man schon überlegt, ja, passt das, würde das zu mir auch passen oder nicht? Oder man bezieht Stellung und sagt, finde ich doof, gefällt mir nicht, der ist abgedreht oder was auch immer. Dann hat man auch eine Position. Aber man bezieht Stellung und wenigstens das wollten wir erreichen, dass Menschen sich positionieren und sagen, gut, da kann ich mitgehen, das okay. Finde ich okay, oder teilweise mitgehen oder ja, das müsste ich mal drüber nachdenken oder eben sagen, nee, das ist nichts für mich. Gut, das ist auch eine Entscheidung, ist ja okay. Machst du dich nicht damit auch verletzlich, wenn du deine eigene Sicht, vielleicht auch sehr persönliche Sicht auf Dinge wirfst? Ja, muss man. Also das gehört zum Berufsrisiko des Pastors, dass man sich verletzlich macht. Sonst, wenn man das nicht tut, dann wird der Pastoren- und der Predigtdienst geradezu zur Schauspielerei. Das will ich nicht. Das kann man machen, ja. Und ich weiß, es gibt auch Pastoren, die das so machen, die sagen, ich habe hier eine Rolle wie ein Schauspieler, ich liefere euch die Inhalte, die ihr wollt, und ihr bezahlt mich dafür und dann ist alles gut. Das ist nicht meine Haltung. Sondern ich möchte mit den Menschen mitempfinden, mitleben. Ich möchte, wenn es geht, ein Vorbild sein. Das wird nicht immer gelingen, aber zumindest eine Anregung. Und die soll ehrlich sein. Ihr habt diese ganzen Gedanken, die ihr zum Ausdruck bringt, auch für die Reihe in New York gedreht, weil es eben auch eine internationale Produktion sein soll. Was war so der spannendste Moment da haben wir, in diesen? Ja, da haben wir viel erlebt.
Weil wenn man so eine Sendereihe konzipiert, macht man sich so seine Gedanken, denkt, wie das gehen könnte. Jetzt ist man aber dann plötzlich in der Situation und es stellt sich raus, man braucht Drehgenehmigungen, die manchmal gefährdet sind durch die Sicherheitslage. Okay. Dann plötzlich ist irgendein, weiß ich, Alarm oder eine Bedrohungslage für die Stadt. Und die Stadt ist ja ein bisschen im Fokus des Terrorismus. Dann ändern sich Dinge oder es sind dann plötzlich so viele Bewaffnete, dass man denkt, ja, können wir die jetzt hier noch drehen? Ist das okay? Oder Behörden zögern mit einer Genehmigung? Das sind so Aufgaben. Eine andere Sache ist, man hat nur eine begrenzte Zeit. Also muss man in dieser Zeit auch alles schaffen, was man will. Wenn jetzt aber das Wetter nicht mitspielt und wir hatten viele Außendrehs, dann gibt es auch ein Problem. Weil ich weiß noch, einmal musste man den Dreh wirklich abbrechen, weil ich hatte einen relativ hellen Anzug an. Es fing an zu regnen und die Tropfen bildeten sich auf dem Anzug ab. Okay. Ja, was soll ich machen? Ich kann, gut, zur Not hätte ich mich mit dem Schirm hinstellen können, aber es ist doch sehr ungewöhnlich, so einen ganzen Abend unterm Schirm. Also haben wir gesagt, nee, geht nicht, müssen wir abbrechen. Und hatten erst gedacht, wir warten ein bisschen. Hat nichts gebracht, 3 Stunden lang geregnet, wir hätten lange warten können. Mhm. Also sowas passiert. Oder auch ganz alberne Dinge, dass dann halt Zuschauer sich neben einem aufbauen oder hinter einem, wenn man in die Kamera spricht. Okay. Ja, und mit das, reinwinken oder ja, was? Ja, genau, oder Faxen machen und so. Man kennt das manchmal. Und gut, für einen kurzen Clip oder so wird man das ertragen, sagen, na gut, war eben einmal so dabei. Aber für so eine Serie, die dann doch zwar freundlich, aber doch ernst gemeint ist, können wir es nicht richtig gebrauchen. Und das hat manchmal auch Aufnahmen zerschossen, wo man dann einfach nochmal machen musste. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr die Leute gebeten, ja, weiterzugehen? Ja, ja, da haben wir sie auch angesprochen. Oder auch, wenn sie sich zu dicht neben uns aufbauten. Und ich meine, New Yorker sind das ja gewohnt. Es wird so viel gedreht in der Stadt, das war mir gar nicht so klar. Aber überall sind irgendwie Straßen abgesperrt oder Parkverbot, weil wieder ein neuer Film und sofort gedreht wird. Sehr viel gefilmt da in New York. Also die New Yorker kümmern sich da gar nicht drum. Die laufen auch mal mitten durch die Szene durch. Das ist auch nicht so wirklich hilfreich. Nicht immer. Das ist für sie. Und dann stellen sie aber manchmal auch direkt oder fast neben einen und unterhalten sich lauthals oder telefonieren und ist ihnen gar nicht bewusst, dass es eben doch mit auf die Aufnahme kommt. Ja. Ja. Und dann mussten wir manchmal sagen, wird es ihnen möglich sein? Oder wir hatten gerade uns so eine Szene überlegt, wo man eben auf einer Bank sitzt und ich muss aber dann dahin gehen zu der Bank. Und nicht gleich da sitzen, sondern ein bisschen dynamisch ist. Also ich gehe hin zu der Bank, ja, wir bereiten alles vor, ich will loslegen. Prompt hat sich deine Mutter mit dem Kinderwagen hingesetzt, genau an der Stelle, wo ich dann landen sollte. Und ja gut, da muss man halt sprechen, wäre es ihnen möglich, vielleicht eine Bank weiter. Oder wir hatten eine Stelle, wo eine Bank ein bisschen tiefer stand und dann waren da plötzlich Kinder, die dann immer aufstanden und sie wieder setzten. Und mal waren sie im Bild und mal waren sie nicht im Bild. Also es sind so viele Kleinigkeiten, die man eben immer wieder beachten muss. Ja. Wie habt ihr Gott erlebt in dieser intensiven Zeit? Oder du ganz persönlich auch? Ja, also für mich, man hat ja als Leiter immer auch ein bisschen Verantwortung. Und man trägt dann, und sei es nur gedanklich, ein bisschen mehr an Würde. Wir haben zum Beispiel von einer Produktionsfirma gehört, die dort in New York ansässig sind, dass bei keinem Dreh, den sie in der Stadt machen, nichts gestohlen wird. Sondern irgendwann, also bei jedem Dreh verschwindet irgendwas. Ja, natürlich, sie haben größere Produktionen, das ist manchmal ein bisschen schwerer im Blick zu behalten. Bei uns ist nie etwas weggekommen, die ganze Zeit nicht. Selbst als einmal unser Auto ausgeräumt war, das ist tatsächlich eingetreten, als wir eine Stunde später wieder kamen, war alles wieder drin. Oh. Also das sind Sachen, wo ich sage, gut, das kann ein Versehen gewesen sein, wie auch immer. Aber da sage ich, lieber Gott, Dankeschön, das nehme ich einfach mal dankbar aus deiner Hand. Bis zu einer Stelle, wo wir die Drehgenehmigung abgelehnt bekommen hatten und dann sie eben doch sehr kurzfristig doch noch bekommen haben, was für uns auch ein Geschenk war. Weil es war eben, wie gesagt, durch die Wetterverhältnisse ein bisschen schwierig geworden mit der Zeit. Und dass wir dann an einer Stelle drehen durften, wo es erst mal Nein hieß, war für uns auch ein Geschenk. Mhm. Ihr wart auch mitten in der Nacht unterwegs, ja. an diesem Ort. Schönen Wo Platz, ist das? Ja. Das ist der Times Square, berühmter Platz in New York. Was habt ihr da mitten in der Nacht gemacht? Ja, gedreht. Und zwar sehr spät oder besser gesagt sehr früh. Weil Warum? Es war halt ein bestimmtes Thema, was da besprochen werden sollte und was durch diesen Times Square, also durch diese nächtliche Szene, am besten illustriert wurde. Mhm. Der Kollege, der Klaus Popper, hat das gemacht und wir waren als Crew eben mit dabei. Da gab es auch erstmal keine Genehmigung, weil das ist so belebt, dass die Behörden eben Sicherheitsbedenken haben.
Und der Weg, den wir dann gefunden haben, war, zu einer Zeit dorthin zu gehen, wo fast keiner mehr da ist. Okay, sprich, wann also, ist da keiner mehr? Ja, eigentlich sind immer Menschen da, aber nicht mehr so viele. Das heißt also, nach Mitternacht lässt das sehr nach. Dann sind zwar immer noch einige Nachtschwärmer unterwegs und da feiern noch ein paar und es schlief auch jemand dort mit seinem Gepäck neben sich. Ich dachte, hoffentlich ist das morgen früh alles noch da, wenn du jetzt hier schläfst. Und die Reklame wird auch ein bisschen runtergefahren, aber es ist immer noch sehr lebendig und belebt, der Platz. Mhm. Und dann haben wir bis morgens um, ach, ich weiß nicht mehr, was war das, um 3 oder irgendwas, da gedreht. Mhm. Ja. Auch eine ganz neue Erfahrung, ja, wahrscheinlich, klar. Oder? Vor allen Dingen, irgendwann wird man dann wirklich müde. Und dann denkt man, auch noch ein Ding und müsste das auch noch machen. Aber klar, es muss alles sein, das ist völlig, völlig logisch. Unsere Location Managerin, die wir angemietet hatten, die dann im Auto da auch saß, der fielen auch sichtlich die Augen zu. Und das war klar, es ist ein ungewöhnlicher Vorgang. Aber war gut, denke ich. Schichtdienst. Ja, ja, genau. Was würdest du sagen, ist dein Lebensmotto? Kannst du das zusammenfassen? Ja, ich habe eigentlich zwei Leitsätze, wenn man so will. Die habe ich beide, die sind mir aus der Bibel entgegengeflogen, könnte man so sagen, oder haben mich so angesprungen. Und irgendwann, das ist jetzt viele Jahre her, und seither begleiten die mich so ein bisschen. Das eine ist, sind beide im Alten Testament, das eine ist im Jeremia, das andere im Jesaja. Und zwar der eine Text im Jeremia, der redet davon, dass der Jeremia sich bei Gott beschwert, weil die Dinge sehr schwer sind für ihn. Er kämpft und kämpft und sieht keinen Erfolg und so weiter. Und da kann ich mich ja manchmal auch gut mit identifizieren. Und er beschwert sich also da sehr bei Gott und Gott antwortet ihm dann und sagt, wenn du dich wegen dieser Sachen, ich sag's jetzt mit meinen Worten mal, wenn du dich wegen dieser Sachen schon beschwerst, was wird denn dann erst werden, wenn andere kommen? Mhm. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung, wo ich dann sage, okay, das sind also jetzt dann diese Sachen, da kommen ja vielleicht noch ganz andere, also beschwer dich nicht. Und das andere ist ein Text in Jesaja, wo der Prophet die israelitische Gemeinde auffordert, nicht kurz und klein zu denken. Da fordert er auf, macht euer Zelt groß und spannt eure Seile lang und spart nicht. Und das meine ich jetzt mal nicht sparkassenmäßig, sondern also denkt nicht kurzfristig, sondern denkt weit, lebt euer Leben, legt euer Leben weit an. Das ist mir immer eine Devise gewesen und ich denke, damit bin ich im Prinzip ganz gut gefahren. Das hat auch Schattenseiten, weil man manchmal die Seile möglicherweise zu lang streckt und man dann auch Dinge überdehnt, weil man von sich selber dann zu viel verlangt und dann kommt man auch halt in Schwierigkeiten. Das ist die Schattenseite, aber das wäre so ein Lebensmotto. Also leg dein Leben groß an, nicht kleinkariert, nicht eng und denke dran, wenn Herausforderungen da sind, es können noch ganz andere kommen. Es können noch schlimmere kommen. Ja. Ganz herzlichen Dank, Matthias, für die Gedanken, die du auch mit uns geteilt hast. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Lust haben, Matthias Müller in dem Projekt Glauben einfach zu sehen, von dem wir jetzt auch gesprochen haben, schauen Sie gerne in das Programmheft. Dort werden Sie sehen, wann die Ausstrahlungszeiten sind. Oder wenden Sie sich an unseren Zuschauerservice. Auch dort bekommen Sie alle Informationen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und machen Sie es gut. Thank you.